Ja, liebes Publikum, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Veranstaltung heute im Namen des Arbeitskreises Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim und im Namen der Abendakademie. Ich begrüße auch ganz herzlich diejenigen, die zu Hause an den Bildschirmen sitzen und sich wegen der ganzen Situation nicht in die Stadt begeben haben. Auch die noch gegrüßt, die es vielleicht später hinterher nochmal angucken. Die Veranstaltung heißt, das Thema ist asoziale, ignorierte NS-Opfer. Wir, das ist die Karin Berndt, der Heiner Ritter und ich, Barbara Ritter, wir sind alle Mitglieder des Arbeitskreises Justiz. Wir beginnen heute ganz anders, als Sie es gewohnt sind, nämlich mit Musik. Und ich hoffe mal, dass die Technik jetzt so klappt, wie ich das gerne hätte. Ja, wo ist denn die Maus? Ja, Papa was a Rolling Stone, das ist nur ein Ausschnitt gewesen aus dem berühmten Song mit den Temptations aus den 70er Jahren. Im Original ist er 14 Minuten lang. Sie fragen sich, warum haben wir das jetzt vorgespielt? Vermutlich geht es Ihnen genauso wie uns es bisher gegangen ist. Wir hatten nämlich den ganzen Text bisher überhaupt noch nie bewusst zugehört und verstanden und auch wahrgenommen. Und wir wussten auch nicht, was Rolling Stone eigentlich bedeutet. Und jetzt kommt dafür die Übersetzung, gesprochen von Annette Lernertz. Gucken, ob das tut. Es war der 3. September. Den Tag werde ich nie vergessen. Denn an dem Tag ist mein Vater gestorben. Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Und ich habe nur schlimme Geschichten über ihn gehört. Mama, ich brauche dich jetzt. Ich will die Wahrheit wissen. Mama ließ nur den Kopf hängen und sagte, Junge, Papa war ein Rolling Stone, ein Rumtreiber. Zu Hause, das war für ihn überall da, wo er seinen Hut abgelegt hat. Und als er gestorben ist, hat er uns nur Schulden hinterlassen. Mama, stimmt das, was die Leute sagen? Er hätte in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Tag gearbeitet? Außerdem, Mama, gibt es da noch mehr böses Gerede. Er hätte 3 uneheliche Kinder mit einer anderen Frau. Das kann doch nicht sein. Papa selbst soll sich als Teufelskerl bezeichnet haben. Hat ihn das so früh ins Grab gebracht? Die Leute sagen, er hätte gebettelt, geschnorrt, geklaut, um seine Rechnungen zu bezahlen. Hey, Mama, die sagen auch, er wäre nicht so der Hellste gewesen. Er hätte seine Zeit mit Weibern und Saufen verprasst. Mama, du musst mir die Wahrheit sagen. Mama hob den Kopf mit Tränen in den Augen und sie sagte, Junge, Papa, der war ein Rolling Stone, ein Rumtreiber. Ja, Rolling Stone, das klingt für uns nicht ganz so krass, wie wenn man sagt, asozial. Das Wort asozial wird ja sehr unterschiedlich benutzt, meist aber als ein Schimpfwort
für Obdachlose, AlkoholikerInnen, Bettler oder SozialhilfeempfängerInnen. Mit dem Begriff asozial werden Menschen abqualifiziert, deren Leben und Verhalten als problematisch auffällig und als sozial unangepasst bewertet werden. Jeder meint, Bescheid zu wissen, aber eine eindeutige Definition von asozial gibt es nicht. Der Begriff selbst kam um 1900 auf in soziologischen Diskussionen um die Rolle der Sozialarbeit. Und selbst in der NS-Zeit, als asozial ein rechtsrelevanter Begriff war, hat man ihn nicht eindeutig definiert. Sicher mit der Absicht, eine permanente Ausweitung der Betroffenen zu ermöglichen. Der Ausdruck asozial ist dabei von den Nationalsozialisten aber weder erfunden noch geprägt und auch nicht nur von ihnen benutzt worden. Die Zuschreibung asozial wurde auch nach der NS-Zeit intensiv und folgenschwer angewandt. Die Situation in den alten Bundesländern und in Mannheim ist uns vielleicht noch präsent mit Benz-Baracken und sogenannten sozialen Brennpunkten. Auch die DDR hat ihren Teil zur Diskriminierung von Arbeitsunwilligen beigetragen. Der Historiker Wolfgang Ayers erklärt, Zitat, der Asoziale wurde als Saboteur im Aufbau des Sozialismus empfunden und es ist dann tatsächlich im Strafgesetzbuch der DDR von 1968 ein spezieller asozialen Paragraph aufgenommen worden, wo asoziales Verhalten mit Haft bis zu 2 Jahren, im Wiederholungsfall bis zu 5 Jahren bedroht wurde. Ende des Zitats. Ab 2005 im Vereinigten Deutschland erklärte die rot-grüne Regierung mit Hartz IV und seinen Sanktionen die viel zitierte Arbeitswilligkeit als eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe oder eben nicht. Erst letztes Jahr im Februar 2020 wurden KZ-Häftlinge mit dem schwarzen und grünen Winkel endlich als Opfergruppe des Nationalsozialismus anerkannt. Das war 75 Jahre nach der NS-Zeit. Sie waren im KZ als sogenannte Berufs- und Gewohnheitsverbrecher mit dem grünen Winkel gekennzeichnet worden, die sogenannten Asozialen mit dem schwarzen Winkel. Wir werden zunächst etwas tiefer in die Mannheimer Geschichte blicken, Ihnen einige Biografien von Opfern und Tätern vorstellen und dann wieder auf die Gegenwart zurückkommen. Wir schauen dieses Mal weit vor die NS-Zeit, in die Regierungszeit des Kurfürsten Karl Theodor, der Mannheim mit dem Schloss zur Residenzstadt der Kurpfalz machte. Sein Name wird gewöhnlich assoziiert mit Blüte der Kultur, Architektur und Wissenschaft. Gerade er lässt 1748 im Quadrat Q6 ein Zucht- und Waisenhaus einrichten, inklusive einem sogenannten Tollhaus. Es ist ein stattliches Gebäude, 12x6 Fensterachsen, 4 Stockwerke hoch, das steile Dach ausgestattet mit 2 Etagen von Gauben. Und wer waren die Insassen? Zitat, unnützliche Landeseinwohner, Zitat Ende. Sie sollen zu brauchbaren Untertanen erzogen werden. Wer sind diese Unnützen aus damaligem Blick und damaliger Diktion? Waisenkinder, Arme, Bettler, Vagabunden, Unmoralische, Prostituierte, Lustsieche, chronisch Kranke, Krüppel, Kreise, Homosexuelle, Ungläubige, Strafgefangene und Geisteskranke. Sie alle sind unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt und müssen in den zum Zuchthaus gehörenden Manufakturen arbeiten. Das ist eine Spielkartenfabrik, eine Leinen- und Wollspinnerei und eine Weberei. Deren Produkte werden in Frankenthal in den dortigen Tuchmanufakturen weiterverarbeitet, vor allem zu Uniformen.
Alle Insassen, einschließlich der Kinder ab dem 5. Lebensjahr, werden unter strenger Aufsicht und unter harten Bedingungen zur Arbeit gezwungen, angeblich zur Arbeit erzogen. Die Mannheimer Einrichtung entwickelt sich zum größten gewerblichen Betrieb in der damaligen Stadt. Dieses Geschäftsmodell wird für 100 Jahre verfolgt. Dann werden Strafgefangene von den anderen Arbeitshausinsassen separiert. Das Gebäude in Q6 dient dann rein als Zuchthaus bzw. Gefängnis. 1840 werden dort 128 männliche Gefangene und eine große Schar von Verwaltungsangestellten im Mannheimer Adressbuch geführt. Später diente der Bau als Kaserne. Und wohin kamen dann die anderen unnützlichen Landeseinwohner? Nach Kieslau. Ab 1882 gibt es in Kieslau ein sogenanntes polizeiliches Arbeitshaus. In der NS-Zeit kommt ein Konzentrationslager für politische Gegner hinzu. Das Arbeitshaus existiert parallel weiter. Die Informationen über das Arbeitshaus in Q6 stammen aus dem Archivum. In der neuen stadtgeschichtlichen Ausstellung wird sogar ein sehr anrührender kurzer Film dazu gezeigt. Es gibt im Archivum einen fertig ausgearbeiteten Entwurf für einen sogenannten Stadtpunkt, der bisher noch nicht realisiert wurde. Stadtpunkte nennt man die Tafeln mit historischen Informationen im Stadtgebiet. Wir finden, dass eine solche Hinweistafel auch und insbesondere an den historischen Ort gehört, nämlich auf das Gelände der heutigen Shoppingmeile Q6, Q7. Wir haben uns als Arbeitskreis Justiz vor allem mit den Todesurteilen des Sondergerichts befasst, sowie mit dem Erbgesundheitsgericht, das Zwangssterilisationen anordnete. Die Zuschreibung asozial haben wir häufig, fast durchgängig in den Akten gefunden. Das Vorgehen der Nationalsozialisten gegen diese als asozial markierten Menschen ist von zunehmender Unmenschlichkeit geprägt. Man beruft sich dabei auf die nationalsozialistische Erbgesundheitslehre mit ihrer Rassenhygiene. Danach gelten sogenannte Asoziale oder Arbeitsscheue als, Zitat, moralisch schwachsinnig. Asozial wird von den Nationalsozialisten als vererbbares Merkmal angesehen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das erste Rassegesetz der Nazis, richtet sich vor allem gegen diese Gruppe. Das Hauptaugenmerk gilt der sogenannten gesunden deutschen Volksgemeinschaft und nicht die Sorge um das bedürftige Individuum. Die NS-Sozialpolitik zielt auf die Beseitigung der sozialen Probleme durch, Zitat, rassische Ausmerze aller Minderwertigen. Drei sogenannte Bettlerrazzien durch die Polizei, speziell in Baden, sind bekannt. Die erste findet schon im September 1933 statt, die zweite mit rund 1000 Gefangenen im November 1934 und dann noch eine ein Jahr später. Diese Vorgänge harren für Mannheim noch der Erforschung. Ab 1938 verschleppt die Polizei reichsweit aufgegriffene Wohnungslose als sogenannte kriminalpolizeiliche Vorbeugehäftlinge in Konzentrationslager, ohne sie vorher der Justiz zu übergeben. Bekannt sind zwei weitere Wellen der Aktion Arbeitsscheureich im April und im Juni 38. Diese trifft Männer, die zweimal ein Arbeitsplatzangebot abgelehnt oder nach kurzer Zeit aufgegeben haben. Durchgeführt wird die Aktion von der Gestapo, die sich die nötigen Informationen bei den Arbeitsämtern besorgt. Mehr als 10.000 Männer werden so als sogenannte Asoziale in die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau deportiert und dort innerhalb kurzer Zeit umgebracht.
Mit Beginn des Krieges 1939 werden etliche Gesetze erlassen, die es der Justiz ermöglichen, die als asozial eingestuften Menschen zu hohen Strafen und sogar zum Tode zu verurteilen. Wir wollen Ihnen nun einige Lebensgeschichten vorstellen. Martin K. ist 57 Jahre alt, als er im Dezember 1942 auf der Flucht aus dem Arbeitshaus Kieslau verhaftet wird. Wir verwenden den Klarnamen bei Opfern nicht. Martin K. war Sohn eines Taglöhners. Er hatte 13 ältere Schwestern. Seine Mutter ist an Tuberkulose gestorben, als er noch klein war. Er war Hilfsarbeiter bei einer Baufirma und in der Landwirtschaft. Soldat im Ersten Weltkrieg, anschließend keine feste Arbeitsstelle. Vorstrafen hatte er 2-mal wegen Bettelns, 3-mal wegen Diebstahl. Im Arbeitshaus Kieslau ist er in den Hessler Kalkwerken Wiesloch zur Arbeit eingestellt. Beim Einsatz im Oktober 1942 haut er ab. In der Personenbeschreibung für die Fahndung heißt es, geht barfuß. 2 Monate ist er auf der Flucht und begeht, um zu überleben, 7 kleine Diebstähle, immer in unterschiedlichen Bauernhöfen. Eine Wolldecke, 2 Laib Brot und Eier, Himbeermus, eine Arbeitshose, Kleidung und etwas Geld. Insgesamt 120 Reichsmark. Öfter im Schutz der Dunkelheit. Deshalb wird er vor dem Sondergericht angeklagt und vom Gefängnisarzt Trappmann medizinisch begutachtet. Darin heißt es: K. gibt an, wegen Hunger gestohlen zu haben, körperlich in sehr mäßigen und herabgesetzten Ernährungs- und Kräftezustand. Er leidet an Rheuma und Schwellungen beider Füße. Die Intelligenzprüfung ergab einen Schwachsinn schon fast mittleren Grades. K. ist ein schwachsinniger, vertrottelter, körperlich und geistig verkreister Landstreicher. Er ist der Typ des haltlosen und charakterlosen Gelegenheitsverbrechers, der stur und triebhaft in den Tag hineinlebt und sich nicht die geringsten Sorgen macht. Wenn er selbstverschuldet in Not und eine unangenehme Lebenslage gerät, neigt er zu Affekthandlungen, läuft einfach weg oder begeht Eigentumsdelikte. Man vermisst bei dem Beschuldigten in seiner asozialen Einstellung den Willen zu einer einwandfreien Lebensführung. Die kriminelle Prognose ist bei diesem willensschwachen, haltlosen Menschen völlig hoffnungslos und schlecht. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann gesagt werden, dass der Beschuldigte durch keine Strafe mehr beeinflussbar seinen verbrecherischen Lebenswandel fortsetzen wird. Martin K. wird im Februar 1943 nach 3¼-stündiger Verhandlung vom Sondergericht Mannheim zum Tode verurteilt. Jeder einzelne kleine Diebstahl auf der 8-wöchigen Flucht wird als, Zitat, jeweils rechtlich selbstständige Handlung, Zitat Ende, gewertet. Er sei also Gewohnheits- und Berufsverbrecher. Eine zweite Instanz gibt es beim Sondergericht nicht. Martin K. wird im April 1943 hingerichtet. Ab 1934 gilt das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung. Es stützt sich auf das Gesetz über die Bestrafung der Landstreicher, Bettler und Arbeitsscheuen von 1871. Das NS-Gesetz sah drastischere Strafen vor und die obligatorische Anordnung der Sicherungsverwahrung, also weiteres Einsperren nach Abbüßen der Strafe. Diese ist nicht befristet, sondern willkürlich. Zitat, solange es der Schutz der öffentlichen Sicherheit es erfordert. Während des Krieges gab es weitere Gesetze, die einen kurzen Prozess und sogar wegen Bagatelldelikten ein Todesurteil ermöglichten, wenn das Vergehen unter Verdunklung stattfand.
Das Sondergericht fällte seine Todesurteile meist auf der Grundlage der sogenannten Volksschädlingsverordnung. Der medizinische Gutachter am Sondergericht, Dr. Karl Trappmann, ist 1933 30 Jahre alt. Mit einer Ausbildung als Arzt und Apotheker ist er festangestellter Gefängnisarzt in Mannheim. Interessant sind seine Nebentätigkeiten. An mindestens 29 Todesurteile des Sondergerichts ist er als Gutachter beteiligt. An wie vielen anderen Prozessen, das wissen wir nicht. Die Gerichtsgutachten werden ihm separat vergütet. Nebenamtlich betreut er zwei Mannheimer Betriebe als Werksarzt. Einer war die Pfalzmühle. Unmittelbar nach der NS-Zeit kündigt er selbst die Stelle im Staatsdienst. Die zur Entnazifizierung eingesetzte Spruchkammer Mannheim ermittelt beim Vorstand des Gefängnisses, dass Trappmann, Zitat, als der beste Nationalsozialist unter den Beamten und Angestellten der Gefängnisse in Mannheim galt und gelten wollte. Zitat Ende. Zu einem Abschluss kommen die Ermittlungen der Spruchkammer Mannheim jedoch nicht, da sich Trappmann aus deren Zuständigkeitsbereich entfernt und sich im Rheinland als Landarzt niederlässt. Wegen seiner gnadenlosen Gutachten wurde er nie zur Rechenschaft gezogen. In der Schulstraße in Neckarau liegt ein Stolperstein im Andenken an Hans Eckermann. Dazu heißt es in der Veröffentlichung des Archivums: Aus unbekannten Gründen wurde Hans Eckermann am 11. April 1940 verhaftet und über das Polizeigefängnis Nürnberg in das Konzentrationslager Dachau verbracht, wo er die Häftlingsnummer 3737 erhielt und als AZR-Häftling bezeichnet wurde. Die Kategorie AZR bedeutete Arbeitszwang. Du musst näher ran. Und umfasste reichsdeutsche Gefangene, die beispielsweise wegen Bettelei, Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Alkoholismus oder Zuhälterei als sogenannte asoziale oder Arbeitsscheue inhaftiert wurden. Hans Eckermann starb am 11. August 1940 im Alter von 27 Jahren im KZ Dachau. So endet der Text aus dem Archivum. Das ist der Stolperstein für Hans Eckermann. Von unseren Recherchen zur Zwangssterilisation war uns der Name von Hans Eckermann bekannt. Sein Schicksal konnten wir in der Tat bis zum März 1940 verfolgen, also genau bis vor seine Einlieferung ins KZ. Hier ist seine Geschichte. Hans Eckermann wird 1912 als viertes Kind des Steindruckers Albert Eckermann und dessen Frau Katharina geboren. Ab 1922 lebt die katholische Familie in Mannheim-Neckarau. Hans verlässt die Volksschule nach der siebten Klasse. Sein Abgangszeugnis ist gut. Danach macht er eine Schlosserlehre bei mehreren Lehrstellen für insgesamt 3,5 Jahre. Einen Gesellenbrief hat er aber nicht. Danach folgen Arbeitsdienst und Militär. Seine Arbeitsstellen bei Firmen wie BBC, Schildkröt und Lanz gibt er immer wieder schnell auf oder er wird verhaltensbedingt entlassen. Meist aus gesundheitlichen Gründen, oft auch wegen Verletzungen an den Händen, zum Beispiel Handquetschung und Mittelhandfraktur und wegen Ohrenschmerzen. Hans wendet sich immer wieder an das Fürsorgeamt, um einen neuen Arbeitsplatz zugewiesen zu bekommen oder um Unterstützung zu unterhalten, auch um eine Entschädigung für einen Arbeitsunfall zu bekommen. Er wird aber, Zitat, nicht recht vorgelassen, wie er selbst sagt. Er strengt eine Klage an, die abgewiesen wird. Daraufhin verfasst er Schriftsätze ans zuständige Ministerium und an den Führer. Den Beschäftigten der Ämter
gilt er offenbar als Simulant, Lügner und Querulant. Im Herbst 1938 gerät er in die Fänge des Erbgesundheitsgerichts. Das Gericht zieht bei Ärzten umfangreiche Erkundigungen ein. Dr. Herbold, bei dem er seit seinem 16. Lebensjahr in Behandlung ist, schreibt lässig: Eckermann ist meines Erachtens etwas unterdurchschnittlich begabt, aber überdurchschnittlich arbeitsscheu. Wenn ich einen Vorschlag zu machen hätte, würde ich raten, den Eckermann auf einige Jahre in ein Arbeitslager zu tun, wo er zu ernster Arbeit erzogen wird. So endet das Gutachten. Sogar sein eigener Vater hält ihn für einen Lügner und erwägt seine Einweisung in ein Arbeitshaus. Zitat: Mein Sohn macht mir größte Schwierigkeiten. Er geht stets mit Lügen um und drückt sich bei jeder Arbeit. Es wäre dringend zu empfehlen, wenn er einige Zeit in ein Arbeitshaus käme, um ihm den nötigen Arbeitswillen beizubringen. Zitat Ende. Weil bisher noch kein Gutachter gesagt hat, dass Eckermann schwachsinnig sei, wird er für 6 Wochen zur Begutachtung nach Wiesloch in die Psychiatrie verbracht, wo Dr. Fischer ihn schlussendlich als, Zitat, schwachsinnige, debile Persönlichkeit beurteilt. Das Erbgesundheitsgericht fasst sogleich, wir haben inzwischen Mitte 1939, den Beschluss zur Unfruchtbarmachung. Der wird Eckermann ins Gefängnis zugestellt, der dort in Untersuchungshaft sitzt. Warum, geht aus den Akten nicht hervor. Eckermann schreibt aus dem Schlossgefängnis einen Widerspruch an das Erbgesundheitsobergericht. Am 31.08.1939, am Tag vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, wird eine neue Durchführungsverordnung für das Erbgesundheitsgericht erlassen. Danach sollen nicht erledigte Fälle beim Erbgesundheitsgericht eingestellt und nur noch ganz dringende Fälle verhandelt werden. Der Hintergrund ist: Krankenhauspersonal und Betten sollen für das Militär vorgehalten werden. Hans Eckermann hat unverhofft Glück. Seine Zwangssterilisation ist damit abgewendet. Er nimmt wieder eine Arbeit auf. Hinter seinem Rücken versucht aber nun seine Rentenkasse, die LVA, Landesversicherungsanstalt, ihn über das Fürsorgeamt in ein Arbeitshaus einweisen zu lassen. Das Fürsorgeamt lehnt das ab. Eckermann ist ja in Arbeit und bezieht keine Leistungen. Doch der Obervertrauensarzt der LVA, Dr. Dietsch, gibt nicht auf. Er schreibt ans Mannheimer Gesundheitsamt, Eckermann sei, Zitat, bei unserer Kasse seit Jahren als asozialer, schwachsinniger Psychopath bekannt. Ich bitte die geheime Staatspolizei und das Arbeitsamt, den Fall eingehend zu prüfen und den E möglichst rasch ins Arbeitshaus oder ins Lager, ins KZ zu bringen. Ende des Zitats. Dieser Brief des Vertrauensarztes gelangt zur Kriminalpolizei in Karlsruhe und in Mannheim. Diese fragt im Februar 1940 beim staatlichen Gesundheitsamt, ob man Eckermann mit sogenannten polizeilichen Maßnahmen endlich greifen könnte. Das Gesundheitsamt sagt eine Woche später ja. Im April 1940 wird er verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. 4 Monate später ist er tot. Willi und Wilhelmine Hartnagel gehen 1943 beide arbeiten. Willi als Lagerarbeiter, Wilhelmine zeitweise als Straßenbahnschaffnerin. Wir nennen sie bei Klarnamen, denn seit vielen Jahren schon gibt es auch für sie 2 Stolpersteine zu ihrem Andenken. Schon 1938 werden sie 18 und 24-jährig vor das Erbgesundheitsgericht gebracht, das sie als schwachsinnig und schizophren einstuft. Erst nach ihrer Zwangssterilisation dürfen sie heiraten. Im September 1943
wird Willy Hartnagel von seinem ehemaligen Arbeitgeber Karl Weikum angezeigt. Willy Hartnagel habe ihm 6 Flaschen Wein aus seinem zerbombten Weinlager entwendet. Weikum führt einen florierenden Wein- und Spirituosenhandel mit einem Lager im Schloss. Er ist Ratsherr und Ortsgruppenleiter der NSDAP in Sandhofen. In der Stadt ist er als Anführer des sogenannten Sandhofer Schlägerkommandos bekannt. Bei der Anzeigeaufnahme gegen Hartnagel hat Weikum Folgendes vorgebracht. Zitat: Zusammenfassend erlaube ich mir Folgendes zu sagen. Hartnagel und Frau sind arbeitsscheue Menschen. Seine politische Einstellung ist die eines Kommunisten. Ich kann mir denken, dass er nur darauf wartet, ob nicht an einem schönen Tag irgendetwas geschieht. Dann würde Hartnagel sicher diese Lage ausnützen und stehlen und plündern. Menschen vom Typ eines Hartnagel oder seiner Frau gehören vernichtet und haben in der Volksgemeinschaft nichts mehr zu tun. Staatsanwalt Schmitz zimmert aus dieser Anzeige des Weikum die Anklageschrift. Zitat: Willy Hartnagel hat sich bisher in seinem Leben als gemeinschaftsschädlich erwiesen. Seine geistige Minderwertigkeit und die damit zusammenhängende mangelnde Selbstbeherrschung haben ihn wiederholt mit dem Strafgesetz in Konflikt gebracht. In seiner Jugend mussten sich die Organe der Jugendpflege fortwährend mit ihm beschäftigen. Auch Wilhelmine Hartnagel hat sich bisher als haltlos gezeigt. Von frühester Jugend an zeigt sie sich bei ihr eine sittliche Verkommenheit, die ein Eingreifen des Jugendamtes und des Vormundschaftsgerichts erforderlich machte. Ihre Beteiligung an der Straftat ihres Mannes, sie hat vom Wein mitgetrunken, beweist, dass auch sie keine Selbstbeherrschung hat und deshalb in hohem Maß für die Gemeinschaft schädlich ist. Die Tatsache, dass die Angeschuldigte an angeborenem Schwachsinn leidet und deshalb nach dem Gutachten des Sachverständigen nur vermindert zurechnungsfähig ist, lässt eine milde Beurteilung ihrer Tat nicht zu. Willy Hartnagel wird zum Tod verurteilt und hingerichtet. Seine Frau Wilhelmine bekommt 4 Jahre Zuchthaus wegen Beihilfe. Nach Kriegsende wird die Haftstrafe für Wilhelmine nicht etwa aufgehoben, sondern in 2 Jahre und 5 Monate umgewandelt, mit Ehrverlust bis 1948. Für das Mittrinken von 6 Flaschen Wein. Das Todesurteil für ihren Mann Willi gilt bis 1998 als rechtmäßig. Karl Weikum, der die Hartnagels angezeigt hatte, wurde 1948 wegen Körperverletzung in 7 Fällen immerhin zu 4 Jahren Haft verurteilt. Es ging dabei um die Taten des Schlägerkommandos. Und was wissen wir über Staatsanwalt Hermann Schmitz? Er hat an 47 Todesurteilen mitgewirkt. 1933 war er mit 37 Jahren Staatsanwalt in Mannheim geworden. Schmitz, der in einem evangelischen Elternhaus aufgewachsen ist, tritt erst 1941 in die NSDAP ein. Die Spruchkammer stuft ihn als Mitläufer ein. Schmitz ist bis mindestens 1958 als Landgerichtsdirektor in Mannheim tätig. Außerdem war er im Vorstand des Diakonissenmutterhauses aktiv. Seine Tätigkeit am Sondergericht sieht Staatsanwalt Schmitz als völlig unpolitisch an. Im Krieg seien vor dem Sondergericht vor allem Kriminelle angeklagt worden. Er habe nur dem Recht gedient. 1947 wird sein Spruchkammerverfahren noch einmal aufgenommen. Nun werden ihm 2 drastische Todesurteile vorgehalten. Bei diesem Prozess geht es um einen wohnungslosen Schlosser von 23 Jahren, Erich F., der einmal wegen Kuppelei und Diebstahls vorbestraft ist.
und um seine 25-jährige Freundin Wilhelmine W., die seit einem Jahr als Prostituierte arbeitet. Sie ist nicht vorbestraft. Zusammen haben sie einem Zecher seine Brieftasche mit 6 Reichsmark und einer Raucherkarte gestohlen. Als Staatsanwalt hatte Schmitz für beide die Todesstrafe gefordert und beide werden hingerichtet. In der Urteilsbegründung heißt es, Wilhelmine W. sei ein Dirnentyp und Abfallprodukt ihrer Familie. Erich sei Gewaltverbrecher und gefährlicher Gewohnheitsverbrecher. Derartige Elemente sind wegen ihrer verbrecherischen Veranlagung für die Volksgemeinschaft völlig verloren und daher auszumerzen. Vor der Spruchkammer rechtfertigt Schmitz noch 1947 sein Vorgehen gegen die beiden damals von ihm Angeklagten, und zwar in einer Weise, die einem zweiten Plädoyer für die Todesstrafe entspricht und die nur mit Mühe die alte NS-Diktion unterdrückt. Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass es sich bei diesem Täterkreis um Personen handelt, die echte Kriminelle darstellen. Menschen, die seit Jahr und Tag nicht von Arbeit, sondern von Unzucht und Zuhälterei, Diebstählen am laufenden Band und auch Schwarzmarktgeschäften gelebt haben und die in ihrer verbrecherischen Intensität eine schwere Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeutet haben. Solche Elemente sind mit der strengsten Strafe zu treffen. Das liegt im Interesse aller Anständigen. Das war 1947. Als es um die sogenannte Aufarbeitung der Vergangenheit ging, wurden die Urteile des Sondergerichts nicht etwa vergessen, sondern absichtlich ausgeklammert. Sie wurden mehr als 50 Jahre als hart, aber gerecht angesehen. Erst 1998 hat sie der Bundestag pauschal als NS-Unrecht anerkannt und die Anerkennung der sogenannten asozialen KZ-Insassen als NS-Opfer dauerte 75 Jahre. Und heute hat sich für die nun wenigen Betroffenen irgendetwas verbessert oder für die Angehörigen der zu Tode gebrachten oder für die heutigen obdachlosen und prekär lebenden Menschen? Wir wollen jetzt nicht von Ghettos am Stadtrand sprechen, auch nicht über die Unterbringung in Bunkern, sondern über die heutige Unterbringung, und zwar die Unterbringung in Gefängnissen. Es geht jetzt nicht um das kurfürstliche Arbeitshaus in Q6, in dem Obdachlose und Bettler zusammen mit kriminellen Strafgefangenen untergebracht waren. Es geht um heutige Gefängnisse, in denen neben Straftätern auch Menschen einsitzen, die eine relativ geringe Geldstrafe nicht bezahlen konnten und die nun eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen. So kommen wir zu der Frage, wie werden heute obdachlose und prekär lebende Menschen von der Justiz behandelt? In der Süddeutschen Zeitung stand neulich ein ausführlicher Artikel mit der Überschrift „Im Armenhaus“. Es geht um Menschen, die zu einer geringen Geldstrafe verurteilt sind und eben nicht zu einer Gefängnisstrafe, zum Beispiel wegen wiederholten Schwarzfahren oder einfachem Diebstahl. Diese Menschen, die die Geldstrafe nicht bezahlen können, müssen sie in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe abbüßen, ohne weitere richterliche Beteiligung. Es geht auch um Obdachlose, die sich lieber einsperren lassen, als im Winter zu erfrieren. Und darum, dass Demente, Drogenabhängige oder psychisch gestörte Personen ins Gefängnis kommen, weil sie schon lange ihre Post nicht geöffnet haben, in denen die Ersatzfreiheitsstrafe angedroht wird. Mit der Ersatzfreiheitsstrafe werden Mittellose automatisch schwerer bestraft als Wohlhabende. Die einen müssen in den Knast,
was wiederum harte soziale Folgen wie Verlust von Wohnung und Arbeitsstelle nach sich ziehen kann, während andere lediglich die verhängten Tagessätze überweisen. Die Ersatzfreiheitsstrafe ist inzwischen die häufigste Form der Freiheitsstrafe geworden. Etwa 100.000 Menschen treten jedes Jahr die meist kurze Ersatzfreiheitsstrafe an, im Durchschnitt 40 Tage. Über die Lage im Mannheimer Gefängnis haben wir keine Daten. Für den homophoben Strafrechtler Herbert Tröntle, der sich auch mit der Forderung nach Verschärfung des § 218 einen Namen gemacht hat, war die Ersatzfreiheitsstrafe das sogenannte Rückgrat der Geldstrafe. Seit seinem Ausspruch im Jahr 1972 wird er immer wieder zitiert. Seit Jahrzehnten ist das Thema völlig umstritten. Man versucht es unter dem Deckel zu halten. Die Justizminister der Länder vereinbarten Schweigen. Ergebnisse und Vorschläge einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2016 werden nicht veröffentlicht. Die Partei Die Linke brachte 2018 einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Ersatzfreiheitsstrafe im Bundestag ein. Es gab im April 2019 eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Der Entwurf wurde abgelehnt. Derzeit laufen einige Petitionen zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Reportagen und Artikel über die Situation in den Gefängnissen erscheinen in Tageszeitungen. Das Thema asozial ist in den letzten beiden Jahren dennoch auf die gesellschaftliche Tagesordnung gesetzt worden. Die Betroffenen melden sich selbst zu Wort. Es gibt eine Reihe von autobiografischen Veröffentlichungen. Am bekanntesten ist der Mannheimer Richard Brox. Wir hatten Frank Nonnenmacher vor einem Jahr als Referenten in einer Veranstaltung zum Thema. Er hat mit Beharrlichkeit das Thema Anerkennung der sogenannten Asozialen als NS-Opfer durch den Bundestag vorangetrieben. Damit diese Anerkennung nicht leere Worthülse bleibt, regt er zur Umsetzung des Beschlusses mehr Forschungsarbeit an. Tatsächlich gibt es beispielsweise seit Juni diesen Jahres einen Forschungsbericht vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft mit dem Titel Diskriminierung und Hassgewalt gegen wohnungslose Menschen. Wir begrüßen es deshalb sehr, dass am kommenden 27. Januar das Thema der Holocaust-Gedenkveranstaltung in Mannheim, die ignorierten Opfer des Nationalsozialismus, die sogenannten Asozialen, sein werden. Und wir sind zuversichtlich, dass auch das geplante NS-Dokumentationszentrum dieses Thema behandeln wird. Und, das ist uns wichtig, die späte Anerkennung als NS-Opfer sollte auch Auswirkungen auf den heutigen Umgang mit Menschen in prekären Situationen haben. Soweit. Damit sind wir am Ende unseres Referats. Wir haben uns vorgestellt, dass Sie sicherlich Fragen oder Anregungen oder was auch immer haben. Also deswegen gerne. Ja? Was ist jetzt denn ausgelöst worden, dass man die Kandidaten irgendwie
Also ich denke, es gibt da dreierlei Geschichten, die eine Rolle gespielt haben. Eine Rolle hat sicherlich das gespielt, dass in der Justiz diejenigen, die an den Urteilen in der NS-Zeit selber beteiligt waren, dass die nicht mehr in der Justiz waren und vielleicht sogar schon gestorben waren. Weil solange da noch Druck gemacht werden konnte, dass Recht eben Recht ist und fertig, ja, also Filbinger, ist da gar nichts gegangen. Das Zweite ist, dass die NS-Zeit, denke ich, ziemlich gut erforscht worden ist in der Zwischenzeit, dass man einfach mal ein bisschen genauer hingeschaut hat, mit was sind die Leute vor das Sondergericht gekommen, wo es geheißen hat, die seien alle Kriminelle. Es waren Bagatelldelikte, viele davon. Ja. Wir haben nur die ganz schlimmen Fälle, haben wir damals betrachtet, die mit einem Todesurteil geendet haben. Und da war wirklich der größere Teil war solche Geschichten wie das, was wir euch heute vorgebracht haben. Die Menschen, die so ganz am Schluss erst dran gekommen sind und anerkannt worden sind, die haben sich zum Teil nicht gewehrt. Also die asozial Markierten, die sind aus so vielen verschiedenen Gründen als asozial abgestempelt worden. Die haben auch untereinander jetzt keine Gruppe gebildet und haben gesagt, so und jetzt machen wir aber Dampf oder so. Nein, die Asozialen hatten erstmal keine Lobby, aber dann schon, also zum Beispiel den Nonnenmacher, ja. Nonnenmacher oder Ayas, das waren Professoren, die sich, die gesagt haben, niemand sitzt zurecht in einem KZ, ja. Es ist in der Tat so, dass das sehr viel politischer Druck war. Also Nonnenmacher hat eine große Petition gehabt, wo sehr viele wichtige Leute unterschrieben hatten. Eine große Gruppe war auch die Anerkennung von zwangssterilisierten Leuten. Also das war ja, dieses Gesetz ist einfach hinterher weiter bestanden. Es hat in anderen Ländern auch Zwangssterilisationen gegeben. Zwar lang nicht in dem Ausmaß, ja, aber die Zwangssterilisierten, die haben wenigstens versucht, sich zusammenzutun. Die haben dann zusammen mit den Euthanasieopfern schon eine Gruppe gebildet, die auch politisch Druck gemacht hat. Aber es war wirklich, ich denke, wichtig war, dass erstens wissenschaftlich aufgearbeitet worden ist und auch politisch aufgearbeitet worden ist, was in der NS-Zeit passiert ist. Und man hat jedes Mal einen neuen Graben vor sich gesehen. Das ist schon schlimm. Aber es war so. Moment. Moment. Genau. Wir müssen auch an die denken, die... Der Herr Nonnenmacher hatte diese Petition eingereicht und hat, wie wir erfahren haben, sehr geschickt versucht, die Parteien einzubinden. Und der Deutsche Bundestag hat 2019 erst diese Petition dann positiv beschieden. Und erst seither gibt es einen Anspruch überhaupt auf Entschädigung für diese Personengruppen, soweit sie noch am Leben sind. Gibt es im... Hinter dir ist auch noch jemand, der was wollte. So. Willst du dazu was sagen? Zu der Entschädigung. Moment, dann gib's ihm schnell. Also die Initiative von Frank Nonnenmacher, Beschluss 13. Februar 2019 im Bundestag, da wurden die asozialen, sogenannten asozialen Berufsverbrecher als Opfer des NS-Regimes anerkannt, nicht als Verfolgte. Denn wären sie als Verfolgte anerkannt, dann hätten sie Anspruch auf Entschädigung bekommen. Da sie nur
Anführungszeichen als Opfer anerkannt waren oder wurden, haben sie keinen Anspruch auf Entschädigung. Ich habe als Sozialarbeiter gearbeitet und habe mich in meinem Studium auch am Rande mit der Geschichte der sozialen Arbeit beschäftigt. Und euer großes Stichwort eigentlich, was ich auch so raushöre, ist ja das der Kontinuität. Man staunt, mit welcher Aktivität zum Beispiel Fürsorger in der Zeit des Nationalsozialismus bestimmte Zuschreibungen gebrauchen, um dann die Menschen abzurichten für das, was später mit ihnen passiert ist. Ich will aber darauf hinweisen, dass das auch eine ganz starke Kontinuität ist. Auch die Fürsorge in der Weimarer Republik war noch sehr geprägt von bestimmten Zuschreibungen. Es gab zwar in der Zeit in der Sozialarbeit auch eine Reformbewegung, aber diese Zuschreibungen über das Arbeitshaus, die Kaiserzeit, die war eben auch in der Weimarer Zeit noch sehr stark vorhanden. Mhm. Also das Stichwort Kontinuität halte ich in dem ganzen Kontext für sehr wichtig. Will sonst jemand noch was sagen? Oder fragen oder diskutieren? Gibt es? Ja, wenn es so ist. Na, da haben wir doch noch jemand. Für mich ist es natürlich, wenn ich jetzt das Fass aufmache, weil ihr ja auch heute gesprochen habt von den Obdachlosen und von den ja, nicht arbeitswilligen oder was auch immer, Hartz-IV-Empfänger, ist es wahrscheinlich systemimmanent, ist es gewollt, dass immer wieder so eine Randgruppe in der Gesellschaft gehalten wird, ja, damit man, ich weiß nicht, warum man das tut. Man weiß ja auch, dass Menschen, die jetzt eine Bulette geklaut haben und die auch verzehrt haben, komischerweise, oder was heißt komischerweise, mehr bestraft werden als Kapitalverbrecher, die halt wirklich, was weiß ich, mit 2-3 Jahren, wenn man an Vergewaltigung denkt von Minderjährigen oder so. Also es geht, wie kann man dem beikommen? Muss das Justizsystem reformiert werden und muss die Politik da einschreiten oder was tut man jetzt mit diesen, was hier vorgetragen wurde, weil es ist ja doch tatsächlich kontinuierlich so, dass diese Gruppen oder diese Menschen offensichtlich systemimmanent gehandelt werden als Sündenböcke oder als auch was auch immer. Will jemand was dazu, direkt sagen dazu oder? Ja, du? Ja, das ist ein ziemlich großes Problem, diese Kontinuität. Und ich glaube, es gibt auch wirklich keine Ratschläge, die jetzt einfach umzusetzen sind. Aber ich sehe wirklich einen bestimmten Fortschritt dadurch, dass das, was wir zum Schluss vorgetragen haben, nämlich dass sich die Obdachlosen und die prekär Lebenden selbst zu Wort melden, das finde ich einen ganz großen Schritt. Und dass das anerkannt wird und überhaupt bekannter wird, ne, wie die leben, unter welchen Bedingungen. Aber ich glaube, das wird ein ganz langer Prozess und die politische Situation ist nicht so, als würde man da Land in Sicht sehen. Ist meine Einschätzung. Ja, dann müssen wir, holst du mal. Fall mir nicht durch dies. Ja, zu dieser letzten Frage und zur ersten, die da gestellt wurden. Warum gab es keine Lobbyorganisation?
Die NS-Rassenpolitik kann man in zwei Teile unterteilen. Einmal den externen Rassismus, also gegenüber anderen Völker, Juden, Zigeuner und Ähnliches, damals Zigeuner genannt. Und das ist auch relativ gut erforscht. Was weniger erforscht ist, ist der interne Rassismus, den man mit dem Begriff Sozialrassismus belegen kann, wobei ein schwieriger Begriff, Rassismus ist immer sozial. Aber mit diesem Sozialrassismus ist der Innere gegen Leute, die zwar arisch waren, aber das reichte nicht aus, sondern man muss erbgesund arisch sein. Und dieser innere Rassismus, der hatte im Prinzip nie eine Lobby. Da haben sich die jeweils Betroffenen aus vielerlei Gründen nicht zusammengefunden und haben da eine Lobby gegründet. Und dieser Sozialrassismus, der findet sich momentan in der Gegenwart nach wie vor. Der findet sich bei Vorschlägen, wenn eben Hartz-IV-Empfänger nicht wählen sollten. Das ist nichts anderes als ein Sozialrassismus. Der findet sich bei Fremdenfeindlichkeit gegenüber Flüchtlingen oder Asylbewerbern. Der findet sich immer, wenn man davon ausgeht, dass Menschen unterschiedliche Wertigkeiten haben. Und diese unterschiedliche Wertigkeit hat mein Nachbar auch beruflich damit zu tun gehabt, diese unterschiedliche Wertigkeit von Menschen, die führt dann letztendlich zu diesen Auswüchsen und zu diesen Konsequenzen, die jetzt hier zum Beispiel angeklagt werden. Und die Frage, warum haben die keine Lobby gegründet, das hat einerseits auch interne Gründe, weil es gibt so gut wie keine oder relativ wenige autobiografische Belege. Es gibt den Frank Nonnenmacher, es gibt Weiße Rosen für Ilse, eine Autobiografie von einer Prostituierten aus Frankfurt. Es gibt 11 Jahre, 11 Tage von einem Menschen, der als Berufsverbrecher im KZ war. Aber ansonsten, gut, der Christian Baron, der ist Gegenwart, nicht NS-Zeit. Es gibt kaum autobiografische Publikationen darüber. Und eine ganze Zeit lang wurden Bestrebungen, dass eben Asoziale und Berufsverbrecher als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt werden, mit einem Argument abgetan, was auch bei der Anhörung der Geschichte im Bundestag aufgrund von der Initiative von Frank Nonnenmacher vorgebracht wurde, dass eben die Berufsverbrecher, insbesondere die, weniger die Asozialen, und man muss immer die Anführungszeichen mithören, in den KZs als Kapo eingesetzt wurden, das heißt als interne Aufseher. Und das war ein Argument von wegen, ja, die waren doch zu Recht im KZ. Und da sieht man, wie sie sich da verhalten haben. Und demgegenüber hat genau Frank Nonnenmacher und Jutta Hörold in Hamburg und Ähnlichen, die sich da mit beschäftigen, dagegen gesetzt. Niemand war zu Recht im KZ. Dieses Kapo-Argument, das hat lange, lange Zeit hat's verhindert, dass eben die Asozialen als Berufsverbrecher, die Asozialen und Berufsverbrecher als Opfer anerkannt wurden. Und selbst Lobbyorganisationen der Verfolgten haben mit diesem Argument gearbeitet und gelebt und haben damit die Asozialen ausgeschlossen. Das hat eben, ja, letztendlich mit dem zu tun, was ich gerne mit Sozialrassismus bezeichne, als Ursache dieser Misere. Eine Ergänzung dazu, die VVN, also die angesprochene Lobbyorganisation,
Hat die ihre Haltung überhaupt jemals formuliert oder anders gefragt, revidiert? Ist euch da bekannt, ob es zu diesem Thema Verlautbarungen gibt oder Standpunkte gibt aus der VVN? Die gibt es. Ich kann dir jetzt gib ihm das Mikro, sonst hören... Antwort ist kurz, die gibt es, aber ich kann die jetzt aus dem Stegreif keine Zitate nennen, wo das genau niedergeschrieben ist. Es gibt hier in Mannheim, gibt es auch eine, neben dem AK Justiz, fällt mir gerade der Name nicht ein, eine Gruppe, die von Angehörigen der NS Verfolgten. Wie heißt denn dieser gute Mann? Da war das Argument, da war dieses auch schon mal ein Thema und da war jemand von der VV-Dingsbums da. Und der hat genau dieses Argument vor 2 Jahren vorgebracht, als es um dieses Thema ging. Das heißt, offiziell gibt es einiges, nach wie vor ist dieses Capo-Argument immer noch virulent. Bringst du wieder vor dann? Gibt es sonst noch Redebeiträge dazu? Ich möchte gern noch auf eine Sache aufmerksam machen, weil ich relativ interessant finde, im Zusammenhang mit dem erwähnten Forschungsbericht ist mir aufgefallen zum Thema Diskriminierung, jetzt in diesem Fall von Wohnungslosen. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt vor, da geht es um die Antidiskriminierungsgesetze und was da drin steht und was eben nicht. Auf das wollte ich Sie aufmerksam machen. Laut allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz ist Diskriminierung die illegitime, schlechte Behandlung von Menschen auf Grundlage der Zuschreibung bestimmter Merkmale. Wenn also Menschen schlecht behandelt werden, weil sie als Mitglieder einer Gruppe wahrgenommen werden, werden sie diskriminiert. Dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasst momentan 6 diskriminierungsrelevante Merkmale. Und das ist jetzt wichtig, ethische Herkunft, Geschlecht, Religion bzw. Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Wohnungslose sind in dieser Kategorie nicht vertreten und werden demnach durch dieses Gesetz nicht besonders geschützt. Ein weiteres Thema, ne? Dazu. Kommst du bitte? Sonst hört es die Online-Lehrer nicht. Ach Gott, ja, also irgendwie kann man in dem Fall, das wäre mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, weil... Also diese Diskriminierungsmerkmale, die da sind, alle Diskriminierungsmerkmale können auch auf Behinderte und auf Wohnungen, also nicht auf Behinderte, das ist ja ein Antidiskriminierungsmerkmal, aber können ja auch auf Wohnsitzlose noch zutreffen. Also die können das ja sogar noch hinbündeln. Also wenn man sich anguckt, in welchen Verhältnissen Wohnsitzlose leben, die sind ja wirklich da prädestiniert, also mehrere von diesen Diskriminierungsmaßnahmen in sich zu tragen. Also darum, das sehe ich jetzt nicht so als etwas, das da, also das finde ich, ist, um diesen Begriff mal zu brauchen, das finde ich, ist eher etwas, wo man unter mitgemeint so. Näher dran. Das ist nicht an, das Ding. Die Institutionen, also in dem Fall die Jobcenter, tragen ja zum Teil dazu bei, dass Menschen wohnsitzlos werden, obdachlos werden, weil sie durch den Sanktionsdruck, zumindest jetzt ein bisschen entschärft, aber bis letztes Jahr, in vielen Fällen keine
Das heißt also, wenn man jungen Leuten, insbesondere war das die Personengruppe und ist es immer noch, wenn man den jungen Leuten quasi die Lebensgrundlage nimmt über SGB-II-Leistung, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig. Die Begründung war dann immer, die kommen irgendwo unter, beziehungsweise die Eltern müssen sich um sie kümmern. Das finde ich also wirklich sowas von arrogant und ignorant in dieser Gesellschaft, das greift nicht die Kante. Ja, und ich möchte, ja, irgendwie macht es nicht mehr so richtig, noch anfügen, es gibt ja diese Menschenrechte, alle Menschen sind gleich und man müsste vielleicht mal auch recherchieren, wieso ein Justiz oder ein gesellschaftliche Regularien, keine Ahnung, wie man das nennen soll, sich das Recht rausnimmt, solche Menschen eben anders zu behandeln und das auch noch zu legitimieren. Ja, weil wenn sie nichts schaffen, dann taugen sie auch nichts. Das müsste man vielleicht doch mal auch erforschen, warum das so ist. Weil es ist schon immer so und dann muss es schon immer wieder so bleiben. Das verstehe ich nicht. Ja. Also wir reden immer von Rassismus und Gleichheit zwischen Weißen und Schwarzen und Gelben und Grünen Menschen. Aber es wird nichts umgesetzt. Nichts. Ja, es ist rot. Wahrscheinlich ist der Akku alle. Gibt es noch ein zweites Mikro? Ja. Ah ja, eben, das war es, der Knopf. Jetzt. Wir hatten da auf den Knopf gedrückt. Also das, ich wiederhole das jetzt aber nicht nochmal. Schade. Ja. Gibt es noch einen Redebeitrag, eine Frage? Nein? Ja, dann bleibt uns nichts, als uns zu bedanken, sowohl bei Ihnen, die Sie doch recht zahlreich gekommen sind, bei denen zu Hause an den Geräten und bei der Abendakademie, die uns wirklich mit ihrer Technik immer total gut hilft. Da können wir mal klatschen dafür. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und gucken Sie ab und zu mal auf unsere Webseite. Vielleicht ist ja mal wieder eine Veranstaltung zufällig, die Sie dann wissen sollten. Bitte? Ja, wir haben hinten ein paar wenige Materialien über unsere Themen und unter anderem auch eine DVD mit dem Theaterstück bzw. der szenischen Lesung zu dem Thema die Unfruchtbarmacher. Spenden sind da dann einigermaßen willkommen. Okay, vielen Dank und tschüss.